Samstag, 10. Februar 2024. Es ist ein Wintertag und wir haben 15 Grad. So, was ist heute wohl? Faschingssamstag in Seehausen. Ein recht herzliches Grüß Gott, Bonjour. Schön, dass ihr alle da seid. Im Strandbad und am Bootsverleih sind alle Sorgen gleich vorbei. Am Ufer liegen und sinieren, im Biergarten dann fein dinieren. Am Seefest trinken eine Maß, das macht nun wirklich Riesenspaß. Drum sag ich euch, es ist so schön, in Saint-Tropez am Staffelsee. Saint-Tropez finde ich sehr schön und die Stimmung ist super. Nur das ist so teuer, dass ich mir keine neuen Zähne leisten kann. Auf den Wettbewerb in Saint-Tropez vorbereitet? Mit Sex. Um 6 Uhr sind wir aufgestanden. Um 7 Uhr hatten wir dann Frühstück. Um 8 Uhr haben wir... In Saint-Tropez muss man nicht in sein. In Saint-Tropez ist man von seiner Person schon in. Du brauchst, kannst anziehen, was du willst. In Saint-Tropez bist du immer ein Star, bist du immer gern gesehen, bist in der High Society, überall dabei. Das ist schön. Wie Sie das Leben in Saint-Tropez? Oh, so wunderbar, so très chic, einzigartig. Oh, ich bin so verliebt in Saint-Tropez. Ich finde es sehr gut. Ich bin ja schon immer viele Jahre hier. Ich bin fasziniert von der Umgebung. Ein Traum, ein Traum. Da ist nur noch Seehausen schöner als Saint-Tropez. Ist für ein Rentier das Klima in Saint-Tropez nicht zu heiß? Nein, überhaupt nicht. Gibt es genug zu trinken und genug zu essen und das Wetter, das spielt da gar keine Rolle. Was hat Sie nach Saint-Tropez verschlagen? Die Augen dieser wunderschönen Frauen und die Wimpern.
nach Saint-Tropez gereist. Ja, weil wir zu viel Geld haben. Wir müssen schauen, dass wir das weiterbringen. Willkommen, Bord. Das Personal muss üben, noch viel mit Beförderung die Koffer. Wir hatten einen famulösen, furchtbaren Kofferträger, der die Koffer da ausgeschüttet hat. Der ist jetzt noch dabei, sie zusammenzusammeln. Wann fährt denn das nächste Traumschiff von Saint-Tropez los und wann starten Sie Ihren nächsten Hit? Kann ich nicht genau beantworten. Wir sind hier mitten im Boarding, also ich bin hier hochkonzentriert. Wie war Ihr Lauf in Saint-Tropez? Sehr spannend, sehr interessant, sehr viele Zuschauer und lustige Disziplinen. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Etwas frisch, aber wir haben uns einen super Surferboy geschnappt und uns unten aufs Brett gesetzt und dann ging das. Welle erwischt. Die Füße sind trocken geblieben, alles wunderbar und hier Saint-Tropez ist ja ein Traum. Also ein Traum, das Publikum. Es ist alles geboten, die Moeba, der Zug, die Rezeption, alles perfekt. Sind wir noch nicht komplett, oder? Braucht man für diese Fischaktion einen Fischerschein? Nein, man muss Würmer haben. Am besten eigene. Entschuldigung, wie war denn Ihre Anfahrt nach Saint-Tropez? Ja, weiter Weg, aber haben wir gut geschafft. Wie ist denn hier das Verhalten der Besucher mit Klebeorten? Klebeorte haben wir noch gar nicht gesehen. Sehr friedlich läuft es ab momentan, ist alles gut. Ohne Schmarrn, der Staffelsee ist wirklich eine Hausnummer, mindestens eine Hausnummer mehr wie Saint-Tropez. Der Flachmann ist größer wie in Saint-Tropez. Also ich bin begeistert, ich gehe nicht mehr weg von Seehausen. Bester Ort. Die Atmosphäre ist natürlich einmalig, gerade bei dem Wetter und bei den vielen Leuten.
Es ist natürlich einmalig und super schön und die Stimmung ist natürlich hervorragend, ne? Bei den Mitwirkenden und bei den Besuchern, so wie es in Saint-Tropez halt auch sein soll. Wir wollten das Richtige. Ich komme erst im richtigen Saint-Tropez aus Frankreich. Und ich wollte mir das Saint-Tropez hier angucken. Und ich komme aus diesem Saint-Tropez am Staffelsee und führe die Damen in dieses Saint-Tropez am Staffelsee ein, damit sie wissen, was hier passiert. Super, super toll von Lissi. Super. Die Fertigwahl. Die Startnummer 31. Die zwei Luschen, so, die zwei Damen, die jetzt da sind, die haben es raus. Lieber Herr Markus von Lüstadt. Da ist der Name Programm. Der Männer Nils und der Männer Philipp aus Seehausen. Der Russ ist beim Wodka. Ja, da soll ich auch bleiben. Bräunungsaromen natürlich, wissen Sie. Die Wurst ist ein derartiger Genuss. Ich komme hier gerade ganz frisch aus Köln. Und es ist Wahnsinn, wie hier die Wurst schmecken kann. Wirklich, ganz gut. Dankeschön. Nur vegan, ja, nur vegan. Wir haben nur vegan. Vegane Kühe, vegane Schweine, nur vegan.